Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe freier News. Und ich begrüße als erstes meine Kollegin Niki Vogt. Ja, Ja. grüß dich. Du hast was zu berichten, warum das jetzt nicht freie News ist. Genau, es gibt eine einstweilige Verfügung. Viele haben es ja, denke ich, auch schon gesehen. Auf der Seite Freie Pressenet, die ja die Nachfolgeplattform von Opposition 24 war. Und ja, der Chemnitzer Verlag Druck GmbH und Co. KG, Freie Presse GmbH, der dazugehört, findet es nicht gut, dass auf dieser Internetdomain ein Internetportal zur Verbreitung journalistischer und journalistisch aufgemachter Nachrichten und/oder Meinungsbeiträge betrieben wird. Und hat einen Gerichtsentscheid erwirkt, dass das im Moment nicht möglich ist. Also eine einstweilige. Genau, und ja, dagegen gehen wir in Widerspruch. Und die Herrschaften berufen sich da auf Titelschutz bzw. Werkschutz. Dann, ja, es gibt ja in dem Sinne bei uns keine Wortmarken mehr, wenn es um so leicht einfache Begriffe geht, so weit gefasste wie freie Presse. Es müsste schon irgendwie Aldi oder Otto-Katalog oder so etwas sein. Ja, und Ja. ja, die Hintergründe dieser ganzen Geschichte sind höchst interessant. Ich mache das nochmal eben hier ganz groß und blende das hier mal, halte das mal hier rein. Mit diesem Beleg unter anderem melden die ihren Titelschutz an. Man sieht das, das ist eine Ausgabe der Freie Presse. Chemnitz, Organ der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Die berufen sich also hier auf eine der verschiedenen Tageszeitungen, die in der DDR-Zeit herausgegeben worden sind. Es gab viele Zeitungen, die eben den Namen Freie Presse irgendwie trugen, aber regionale Erzeugnisse waren. Kann man ja auch hier nachlesen, haben ja auch andere Portale schon veröffentlicht, die ganze Geschichte. Und interessant ist natürlich, wer überhaupt hinter dieser Chemnitzer Tageszeitung Freie Presse und der Internetdomain freiepresse.de steckt, ist nämlich die Medienunion. Die haben damals diesen Verlag aufgekauft. Das Ganze wurde nicht über die Treuhand abgewickelt und ja, der Verlag hat seinen Sitz in Ludwigshafen am Main und das ist ganz in der Nähe, wo ein Altkanzler, Ah mittlerweile ja. verstorben, gerne Pfälzer Saumagen gegessen hat. Ja, das ging für 100 Millionen Euro, ging das Ding eben an die Medienunion Für GmbH. wie 100 Millionen Euro umgerechnet. Damals hatten wir noch D-Mark. viel? Und es wird kaum etwas darüber berichtet. Also wir wissen ja, kennen ja die Geschichte, das Mediengeflecht der SPD, wofür Roland Tichy kürzlich da ein bisschen unter Beschuss geraten ist und einen Artikel löschen musste. Das ist aber letztendlich bekannt und ja, wer dahinter steckt, ist der Herr Schaub, einer der reichsten Deutschen. Der rangiert auf Platz 76 und hat ein Vermögen von 1,1 Milliarden US-Dollar und so weiter. Und dazu gehört zu seinem Imperium auch die Rheinpfalz und verschiedene Beteiligungen an Radiosendern waren auch schon mal. Und natürlich die Stuttgarter Nachrichten, die Stuttgarter Zeitung und auch die Süddeutsche Zeitung. Also es ist ein geballtes Medienkonglomerat, mit dem wir es da zu tun haben. Und ja, die berufen sich auf ein ehemaliges Kampfblatt der SED. Das waren ja letztendlich alle Zeitungenbetriebe in der Diktatur, ja, die Klar. also wirklich die Unverfrorenheit besessen hat, in einem Land, in dem die Bürger eingemauert waren, sich freie Presse zu nennen. Ich finde sowas, das ist derart geschmacklos. Das zählt natürlich, wenn es um die juristischen Feinheiten geht, sicherlich nicht vor Gericht. Trotzdem ist es Ja, wollte ich gerade bemerkenswert. sagen.
Es ist Ja. ein Tritt in die Eier von jedem Stasi-Opfer und noch viel mehr. Also, das ist also so etwas Schäbiges, das kann einfach nicht wahr sein, ja. Es ist schon dreist, Ja, sich also. dann freie Presse zu nennen, ja. Ja, also Okay. wir sollten halt nicht vergessen, was in den Jahren 1945 bis 89 in dem Teil von Deutschland eben alles im Namen der DDR-Verfassung, ja, in der der Mensch ja im Mittelpunkt gestanden hat, wie es darin so schön hieß, ja, auferstanden aus Ruinen. Als ich 85 in der DDR war, habe ich noch sehr viele Ruinen gesehen, nur mal so nebenbei gesagt, ja, also das sah gar nicht so aus wie auferstanden. Ja, es ist wirklich unfassbar, finde ich. Aber wir haben noch weitere Nachrichten. Ja. Du hast Interessantes, Migration und Blutspendenorganisationen. Was geht denn da gerade ab? Ja, es ist eigentlich eine rein sachliche Sache. Da geht es jetzt, ja. Der Rassismus im Blut ist natürlich eine schöne Überschrift, ist auch irgendwo richtig. Also Also das heißt jetzt nicht, dass wir Deutschen zum Beispiel den Rassismus-Gen haben, sondern... nein, das heißt so, die Leute, die insbesondere Afrika und weiter weg herkommen, haben zum Teil Blut, Gruppen, die nicht kompatibel sind mit denen, die hier von den schon länger hier Lebenden üblich sind. Und wie man so weiß, gibt es durchaus Gelegenheiten, Unfälle, Auseinandersetzungen mit spitzen Gegenständen und so weiter, wo es eben doch mal wichtig sein kann, schnell eine Bluttransfusion zu bekommen. Und die Blutgruppen, die hier vorgehalten werden, von Blutspendern, die sind zu großen Teilen nicht kompatibel. Es gibt eben, und nicht jede kann mit jeder, das ist also nicht ganz, schon bei uns nicht ganz unkompliziert, also den europäischen Völkern. Also Blutgruppe A hat zum Beispiel Antigene gegen A, B besitzt Antigene gegen B, A und B, Gruppe AB besitzt Antigene gegen beide Strukturen und Null kann für alle genommen werden. Es gibt also Blutgruppen, die sind Universalempfänger, die können alle Blutgruppen vertragen und es gibt welche, die sind Universalspender, die können für alle, also wie diese Null. So, und da gibt es aber jetzt aus Afrika und dem Fernen Osten gibt es Blutgruppen, bei denen passiert das, was zum Beispiel bei Blutgruppe A und B mit den Antigenen passiert, das Blut klumpt sofort. Das ist Diese natürlich nicht gut, ja. Genau, also dieser Rhesusfaktor und so weiter und so weiter. Man weiß ja, wenn also eine Mutter zum Beispiel, glaube ich, Rhesus negativ ist und kriegt ein positives Baby, dann geht das einmal gut. Ich bin jetzt nicht sicher, ob es genau so ist, aber beim zweiten Kind würde schon der mütterliche Körper das Kind praktisch umbringen, Genau, und da wenn wird. er merkt, Genau, da ja, gibt es dann kennst du. diese Spritze und so weiter, die dann eben die Bildung von Antikörpern verhindern soll oder so. Ich weiß jetzt auch nicht Genau. mehr Also ganz dieser genau, aber. Rhesusfaktor, der bezieht sich, das weiß ich, auf die Antikörper des, ich sag jetzt mal, Bluteigentümers, ja. Und die schwirren im gesamten Immunsystem des Körpers rum, um Feinde abzuwehren. Und den erkennen sie an der Proteinstruktur der roten Blutkörperchen, der Erythrozyten. Und die werden dann entweder als Feinde oder Freunde erkannt. Und diese Antikörper sind da sehr sensibel. Und wenn da ein fremdes und nicht passendes Antigen gefunden wird, stürzen die sich komplett da drauf. Das wird alles niedergemetzelt und verklumpt. Das heißt, wenn du also einem Zuwanderer die falsche Blutkonserve gibst, dann hat der ein ziemlich letales Problem. So. Jetzt ist es so, dass man schon versucht hat, Blutspenden von Zuwanderern zu bekommen, um eben deren Landsleute beziehungsweise die mit denen kompatiblen Blutgruppen damit zu versorgen, wenn es nötig ist. Und das ist vom Roten Kreuz die Aktion Blue Star. Blustar.
Und dieses Blue Star ist ja auch eine gute Idee, aber es gibt auch durchaus Migranten, das ist gar keine Frage, die da bereit sind zu spenden und so weiter und so weiter. Da sind also sehr ehrenvolle Leute, die sich da auch für andere engagieren und werden und die blitzen zum Teil eben ab. Warum? Weil sie von ihrer Herkunft her und von den Regionen, wo sie sind, der Malaria ausgesetzt gewesen sein könnten, mit einem ziemlich hohen Wahrscheinlichkeitsfaktor. Und wenn jemand eben aus solchen Malaria-Gebieten kommt, darf er nicht spenden, weil er damit den Kranken oder den Blutempfänger anstecken könnte. Es gibt zwar einen Test, aber der ist nicht sonderlich zuverlässig. Also die Frage, was macht man jetzt, ist nicht ganz so einfach. Ne? Ja, Und also. aus den entsprechenden Ländern das zu besorgen, ist die Frage der Kühlung und Haltbarkeit. Naja, ich finde es halt interessant. Da gibt es halt dann doch Unterschiede, die dann Genau. eben mit der Hautfarbe korrelieren, wie man sagt. Aber Ja, also das ist etwas, wir was sind halt. wirklich hier, die Leute versuchen es ja alles gut zu machen, aber es, wie du schon sagst, es ist eben nicht so, dass nur die Hautfarbe ein bisschen anders ist und alles andere ist gleich. Das ist in vielen Dingen nicht so. Nein, das Wir ist haben ja. das zum Teil auch untereinander. Also hier in Europa zum Beispiel weiß ich ganz genau, hat jetzt mit dem Blut nichts zu tun, aber dass der keltische Typ, also sehr blass, Sommersprossen, rote Haare, die sind, da muss man als Arzt, also insbesondere als Operateur, extrem aufpassen. Also die sind sehr empfindlich auf Anästhetika, also der Anästhesismus sehr, und die sind viel empfindlicher. Die Haut ist empfindlicher, der ganze Organismus ist empfindlicher von diesen Leuten als so der Nicht-Rothaarige, ne? Ja, das ist gemeinhin bekannt, ja auch bei Sonnenlicht und so weiter. Und Genau. ja, aber natürlich sind wir alle gleich. Es gibt auch keine Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die mit der Ethnie zusammenhängen oder zum Beispiel, dass bei vielen asiatischen Frauen der Hormonspiegel oder Zusammensetzung ganz anders ist, dass da eben verschiedene Antibabypillen gar nicht wirken, ja, oder das Milchpulver bei Afrikanern etc. etc. Das darf man, ist ja alles nicht mehr politisch korrekt. Also Biologie ist politisch nicht korrekt. Kann man das so Ja, das kann man so zusammenfassen? sagen. Nur, was hat die arme Sau, die jetzt aus Afrika gemeint hat, sie kommt hier rüber, ins gelobte Land, hat einen Unfall oder sonst was, und es ist politisch nicht korrekt einzusehen, dass der Mensch, dann eine andere Blutkonserve braucht, sagt, Quatsch, wir sind alle gleich, haut dem das in die Venen und richtet diesen Menschen damit hin. Das kann dir ganz schnell passieren. Ja, und der Arzt, der sagt, mache ich nicht, der hat da ein Problem, ist vielleicht seinen Job los und sagt, Ja, und wenn er es doch macht und derjenige verstirbt ihm, dann ist er auch dran. Es ist ja einfach absurd. Also man sieht ja, wie ja, Wirklichkeit und Ideologie ja, wie sich immer weiter gegenüberstehen und da überhaupt nicht mehr zusammenkommen. Das ist Ja klar, wirklich es gibt traurig, keine ja. echten Männer, das ist alles nur toxisch. Auch Frau, das ist eigentlich auch nur ein überholtes Konstrukt und alle, egal aus welcher Ecke der Welt sie kommen, sind biologisch ganz genau gleich. Das ist eben alles ideologischer Schwachsinn Genau, und unmenschlich. da habe ich dann nachher zum Abschluss ein ganz kleines Schmankerl so darüber. Da gibt es doch in einigen Bereichen noch dringenden Nachholbedarf. Ja, Ja, das werden wir dann am Schluss hören. genau, das ist dann Okay. eher was zu lachen. Gar nicht zu lachen ist ja hier folgende Meldung. Ja, Ende letzter Woche ist wieder eine junge Frau Opfer durch Messergewalt eines Migranten geworden. Eine Altenpflegerin, ja, 21 Jahre alt, war mit einem mehrfach polizeilich Bekannten wegen Gewaltdelikten Asylbewerber auch befreundet, trug wohl auch Kopftuch seinetwegen, weil er das so wünschte. Und er war am Montag
vergangene Woche dann zur Abschiebung, also zur Festnahme ausgeschrieben. Und am Mittwoch hat er die junge Frau dann im Haus ihrer Eltern, wo die beiden wohl zusammen wohnten oder übernachten, wo sie wohl wohnt und er auch dann häufig zu Gast war, hat er sie mit, glaube ich, mindestens 10 Messerstichen brutal ermordet. Jetzt wird er halt nicht abgeschoben. Ob das das einzige Mordmotiv war, mag dahingestellt sein, ja. Und sofort hatten wir der Oberbürgermeister, dass die Tat ja nicht von rechts instrumentalisiert wird, Ja, das ist mir die größte Sorge, nicht die Opfer. etc. Am Wochenende fand dann ein Trauermarsch statt und auch ein Trauergottesdienst, was sich dazu getragen hat. Ja, da hatte doch tatsächlich irgendjemand die Unverfrorenheit besessen, in dieser Kirche anwesend zu sein, und der Mann hat da am Altar, wahrscheinlich war es nur ein schlechter Scherz, wie die Tagesschau sagt, Allahu Akbar gebrüllt und sonstige irgendwelche Phrasen. Die Leute sind schreiend aus der Kirche gerannt, statt sich diesen Kerl einfach mal zu schnappen und dem zu erklären, dass man so Eine etwas nicht macht. Genau, Intensivmassage. dass man so etwas nicht macht. Ja. Und morgen Abend will die AfD eine Mahnwache abhalten. Das ist natürlich ganz böse rechts und eine Verhöhnung des Opfers und eine Instrumentalisierung. Genau, das ist da. Und morgen Abend, ich meine um 18 Uhr eventuell, fahre ich auch dahin und schaue mir das Ganze mal an. Die Antifa hat da schon wieder angekündigt, dass sie da auch nicht dran teilnehmen wird, sondern dagegen protestieren wird. Das ist natürlich keine Instrumentalisierung dieser schrecklichen Tat, und die Das ist es nie. verhindert worden wäre, wenn A, dieser illegal eingereiste Asylbewerber dank geschlossener Grenzen gar nicht erst einreisen hätte können, B, dank geltender Gesetze, die man einfach einhalten könnte, längst schon abgeschoben worden wäre diese junge Frau noch am Leben. Ja. Das mehr kann man da einfach nicht zu sagen. Ist einfach ein Irrsinn, was hier geschieht. Passt ja auch zu dem Vorhaben des Berliner Grünen Justizsenators, dass Sexualstraftäter und Mörder aus dem Maßregelvollzug jetzt in den offenen Vollzug kommen sollen. Passt einfach, ja. Und ja, soll man dazu noch sagen, es ist einfach ein wirklicher Irrsinn. Ja. Gehen wir mal rüber. In Frankreich waren wieder Gelbwesten-Demos, ja auch bei uns in Deutschland, sollte man auch nicht vergessen. Stuttgart, in Mönchengladbach waren es irgendwie nur 3, 4 Leute und an anderen Orten auch. Aber Frankreich ist natürlich das Mutterland der Gelbwesten. Ja, es wird ja ständig erzählt, also das würde jetzt abbröckeln. In Wirklichkeit sieht es genau andersrum aus, heißt es aus Frankreich. Wir wissen es natürlich nicht so genau und auch meine französischen Kontakte können das nicht mit Sicherheit sagen, ob es nun mehr oder weniger geworden sind, aber sie meinen eher mehr. Nun sind die auch nicht überall und können auch nur ihren Eindruck wiedergeben. Also das ist jetzt keine Behauptung von uns, aber es wird auch berichtet, dass es mehr geworden sind. So, und jetzt haben wir hier diesen Andreas Eggert, der ist also ein ausgebildeter Sanitäter, Rettungsassistent und war also auch schon in Hamburg bei G20 als Sanitäter dabei. Und er hat erzählt jetzt hier bei Nuoviso, einer sehr engagierten und guten Filmproduktion in Leipzig, was er da seit November, wo er schon mit dabei war, französische Freunde haben ihn gefragt, ob er dazu mitmachen will, was er da so alles erlebt hat. Und er sagt, anfangs war es einfach, ja, die üblichen Verletzungen, die man auf Demonstrationen sehen kann, auch hier in Deutschland, also zum Beispiel Augenentzündungen durch Reizgas, Atemprobleme durch Reizgas, Stürze, blaue Flecken, Prellungen und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was nicht ungewöhnlich ist auf Demonstrationen. Das kann auch durch Rempelei unter den Protestern oder Demonstranten passieren. Auch Wasserwerfer, ja, klar, dann sind die, das ist schon alles nicht lustig und schmerzhaft und sehr unangenehm. Aber er sagt, was er jetzt in der letzten Zeit, in den letzten 2 Monaten
etwa an Verletzungen gesehen hat, ist das, was man als Sanitäter unter Kriegsverletzungen zu behandeln lernt. Das sind, er sagt jetzt ausdrücklich, wir sprechen hier von Kriegsverletzungen. Also gegen das, was in G20, und das sei schon besonders brutal gewesen in Hamburg, von beiden Seiten. Aber das sei also wirklich ein Kindergarten gewesen gegen das, was er da in Frankreich sieht, insbesondere eben in Paris. Er ist fast nur in Paris. Und wir haben im Übrigen, das ist jetzt hier nicht in dem Artikel zu lesen auf Kollektiv, wir haben im Übrigen ja auch gesehen, das hat dieser Dirk Pohlmann, der sich um Wikipedia und Psiram kümmert, der hat das ja mal, ich glaube, es war der Dirk Pohlmann, aufgezeigt, dass dieses non-lethal, also nicht tödliche Gummigeschossgewehr, was da eingesetzt wird, anfangs auf Wikipedia beschrieben war und als durchaus gefährlich beschrieben war. Und seit es in Frankreich dermaßen zugeht, ist dieser, und der erste, das war ein junger Mann, der hat das hinten in den Kopf bekommen und liegt oder lag darin im Koma. Ich weiß nicht, ob er jetzt schon wieder hergestellt ist, wach ist oder nicht. Seitdem das passiert ist, hat Wikipedia aus dieser Non-Lethal-Polizeiwaffe im Prinzip eine Flitsche gemacht, ne? Ja, na natürlich. Also Ja. die Plastikwoman vom Mario Rönnschen aus dem Migrantenschreck, die sind natürlich ganz böse und illegal. Ja, War ja. natürlich unappetitlich, aber diese wirklich Dinger, die sind natürlich ganz harmlos, ganz Also klar, das sind im Prinzip ein bisschen verfestigte Wattebäuschen, was jetzt da ja. laut Wikipedia verschossen wird. Also das ist aber nur eine Randbemerkung. Und es ist also in Frankreich wirklich krass. Also es gibt offiziell einen, man weiß aber von mehreren Toten. Es gibt jede Menge Menschen, die schon ein Auge verloren haben durch Wasserwerfer und diese Gummigeschosse. Es gibt so und so viele Menschen, die die Hand verloren haben durch diese Blendgranaten, die getroffen worden sind. Also wirklich Händeverlust ist auch ziemlich viel. Es wird draufgeschlagen und geprügelt und es wird verhaftet und rumgeschleift, dass es nur so eine Art hat. Also es ist sogar so weit, dass die Experten der Vereinten Nationen jetzt im Februar einen Bericht veröffentlicht haben, wo sie also sich sehr besorgt über das Ausmaß der Gewalt äußern und die Lage überhaupt nicht besser wird, sondern eher schlimm. Und sie sagen also ganz offen, unverhältnismäßiger Einsatz sogenannter nicht tödlicher Waffen bei den Demonstrationen. Unverhältnismäßiger Einsatz. Und die UNO will jetzt da auch eine Untersuchung starten, weil das einfach völlig aus dem Ruder läuft, was da an Brutalität passiert. Also sie haben jetzt 8.000 Leute verhaftet. Das ist natürlich eine Zahl, die man sonst so aus China oder Ja, das wollte ich gerade Venezuela sagen. kennt oder Und Russland. Kinder, die Russland verhaften natürlich, auch Kinder. ja. Ja, jetzt stellt ihr mal vor, oder liebe Zuhörer, stellt euch mal vor, so etwas würde Putin abziehen. Oder Xi Jinping. Ja, Oder ja. Orban. Oh, Ja? Orban, genau, richtig, richtig. Der ist ja viel böser Oder in als Polen. Putin im Moment. Oder Donald Trump natürlich, Oder ja. Donald Trump. Angenommen, die würden so mit dermaßener Staatsgewalt auf protestierende Bürger einschlagen. Da wäre ja, also da wäre die Welt zu klein. Da hätten die alle Richtig. haptische Schnappatmung. Und was tun sie, unsere Presse? Sie verschweigt es. Sie verschweigen es und ich meine das Gleiche, wenn man die Demonstration der Frauen gesehen hat. Wir haben groß im Fernsehen gesehen, die spanischen Frauen, die da wieder vom Patriarchat und sonst was da gebrüllt haben. Und Aufnahmen aus Istanbul zum Beispiel, wo die türkische Polizei äußerst brutal vorgegangen ist. Hat man, glaube ich, gar nicht so ein bisschen. Es wird dann, dass da drei GEZ-Journalisten nicht einreisen dürfen in die Türkei, ihre Arbeitserlaubnis entzogen haben. Da wird dann halt so ein bisschen Geschrei gemacht. Aber Herr Erdogan, der darf im Grunde eben auch alles Mögliche mit seinem Volk und bestimmten Volksgruppen veranstalten, ohne dass der Aufschrei entsprechend groß ist.
Ja, ist ja ähnlich, ja, aber klar, Das, Putin. da ist politisches Kalkül dahinter, ganz einfach. Gegen Russland muss gehetzt werden. Da werden wir ja schon seit einiger Zeit so langsam kriegsreif geschossen von den Medien, wie böse da alles sind. Und wir müssen da eingreifen, müssen wir gar nicht. Und in Frankreich geht es halt schlicht und ergreifend darum, dass wenn Frankreich kippt und Macron abgesetzt wird, dann ist Frankreich im Prinzip so gut wie aus der EU draußen und damit ist die EU vorbei. Damit ist sie vorbei. Dasselbe kann man auch sagen im Fall von Italien. Die fahren ja noch eine etwas andere Strategie, dass sie erstmal so viel wie möglich Gelder eben aus Brüssel noch sich an Land ziehen wollen. Ja, verstehe ich. Und da wäre es natürlich sehr dumm, dann den Euro direkt zu verwerfen und zu sagen, jetzt machen wir gar nichts mehr. Aber ja, dass der Schachzug. Oder den Joker, den behalten die erstmal für sich. Die, wie sagt man einfach, Italexit oder Ixit, hört sich auch richtig blöd an, ja. Ja. Exit. Ja. Frexit, ja, das sind auch alles so blöde Wortschöpfungen, um einfach die Geschichte da so ein bisschen hip und so hinzustellen. Aber es ist, ja, wenn Frankreich fällt, dann war es das für den Euro. Wenn Italien fällt, auch. Und der Letzte, der noch übrig bleibt und da haben wir einer der größten Nettozahler ist Deutschland, der zahlt dann die ganze Zeche. Ja, Ja, genau. Prost, Prost, Mahlzeit. Und darum geht es ja letztendlich eben in Frankreich. Es geht um Geld, Geschenke, ja, die Macron dann mit seinen Steuergeschenken dann da angekündigt hat. Die Rente wird jetzt doch nicht so hoch besteuert und Benzinsteuern oder Dieselsteuern oder was es da war, ja, dann jetzt doch nicht. Das Geld muss ja irgendwo hergenommen werden und das ist einfach nicht mehr da. Und Ja, deswegen haben sie ja da in aller Schnelle sagen wir mal, relativ still in Aachen diese Verträge unterschrieben. Das gut. sind die Verträge, in denen Deutschland dann wieder einspringt, um Frankreich zu halten. Natürlich, aber wenn man dann eben hingeht und Deutschlands Automobilindustrie, den Wirtschaftsmotor Nummer 1, einfach zerstört, indem man A, zum Beispiel die Opel-Werke aufkauft, ne, ist ja der französische Konzern PSA, und ja, man kann heute schon damit rechnen, dass Opel eigentlich komplett abgewickelt wird und die großen Standorte, also Rüsselsheim, demnächst dann nicht mehr viel zu tun hat. Schlecht für die Region. Wo soll dann das Geld, das deutsche Geld für die französische Euro-Rettung noch herkommen? Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ja? Das ist einfach eine kurzsichtige Politik und da kann man eben dran sehen, da wird nur noch notdürftig werden der Löcher gestopft. Ja, Ja, da darf ich mal einen ganz kurzen Spruch anbringen für diejenigen, die das interessiert. Es gibt doch dieses Lied aus der Linde, diese Prophezeiung, die gibt es ja. Und diese alte Linde, die ist in Staffel im Heimatmuseum, sieht man das noch. Und innen in der Linde ist also ein ellenlanges Gedicht eingebrannt. Und da kommt eine Stelle, die heißt: Zehre, Magen, zehr vom deutschen Saft, bis auf einmal endet seine Kraft. Krankt das Herz, sinkt ganzer Körper hin. Deutschlands Elend wird der Welt Ruin. Ja, und da sind ja gewisse Herrschaften tatsächlich feste dabei, um das dann auch wahrzumachen. Ja, die tun Ja, ja alles das dafür, genau das wollte. dass das eben geschieht. Ja, bin gespannt, wie lange das gut geht, wie lange Frankreich sich so noch hält, ob sie die Proteste nochmal eindämmen können oder ob es dann demnächst auch richtig kracht und die Situation völlig aus dem Ruder läuft. Das ist noch ziemlich offen, ne? Also es könnte sein, dass das jetzt erst durch die Brutalität langsam einschläft, aber sie brauchen nur die Sache ein bisschen zu überreizen und der Volkszorn geht los. Die Franzosen sind da ziemlich trocken und kurz angebunden. Ja, man kann, also die müssen dann schon so scharfe Mittel auffahren wie die Chinesen, als damals die Proteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens mit Panzern einfach brutal niedergewalzt wurden. Da wussten die alle, okay, es hat keinen Sinn, das hat gereicht, ne? Und ich glaube allerdings, wenn eine westeuropäisch, eine Regierung eines sogenannten westeuropäisch-demokratischen Landes mit solchen Methoden daherkommen würde, dass
könnte für die am Ende nicht gut ausgehen. Das ist ja schon mal 1789 bis 98 nicht gut ausgegangen und Ja. das könnte sich durchaus wiederholen. Also das, glaube ich, mit Panzern da aufzufahren und die Menschen wieder zu walzen, das dürfte dann zu viel sein. Dann ist wirklich auch der letzte Rest von westlicher, demokratischer Menschenrechtsmaske in Fetzen. Aber Genau. ich würde es nicht restlos ausschließen. Nein, auch nicht. Ja, natürlich, wenn ein Regime derart immer repressiver wird, dass die Menschen sich dann einfach aus reinem Selbstschutz dann einfach fügen und sagen, es hat jetzt keinen Sinn mehr. Das ist ja in vielen Regimen so gewesen. Erst als die Strukturen dann bröckelten, wagten sich die Leute ja dann wieder aus der Deckung und haben einem ohnehin dann schon schwächelnden System, meist mit Unterstützung gewisser Kräfte von außen, dann den Todesstoß versetzt. So ist es, so ist es. Und es ist ja auch das Zweite, dieses Niederhalten führt in der Regel dazu, dass die Volkswirtschaften immer schwächer und schwächer werden, weil niemand mehr die Nase rauszustrecken traut und auch sich nicht mehr krummlegt. Also die Menschen fangen dann in der Regel an, unter der Hand zu wursteln. Ja, und das Frankreich hat sowieso schon an Wirtschaft nichts mehr. Also würden die nicht noch die Entschädigungszahlungen aus ihren ehemaligen Kolonien bekommen, ne, also für die Überlassung der hervorragenden Infrastruktur zum Beispiel, Ja. dann sähe es noch viel, viel schlimmer aus. Ja. Und was haben die an Wirtschaft? Dann kann man Ja, also ja. mit der deutschen Wirtschaft überhaupt nicht vergleichen und die steht ja auch gar nicht so gut da, wie eben dann immer behauptet wird, um uns halt ruhig zu stellen. Naja, das bleibt auf jeden Fall, denke ich, Frankreich eine Sache, die bis Ende des Jahres sich in irgendeiner Richtung da entschieden hat. Also ich glaube, dass das so einschlafen wird, ohne dass es da einen dicken Cut gibt, glaube ich nicht. Also es ist, ja, ob wir Macron Weihnachten noch im Amt sehen. Wer weiß. Ich glaube nicht. Ja, also wäre ich mir nicht sicher, aber und wenn nicht, dann ist die EU aber wirklich arg am Schleudern. Und da besteht immer die Gefahr, dass sie dann die Aggression nach außen suchen, um sozusagen in einem Krieg alle zusammenzuschweißen. Also das, ob das dann gut ist, boah, also was Gutes ist überhaupt aus der Ecke nicht zu erwarten, schätze ich. Nein, die werden sicher noch diverse andere Joker irgendwo in der Schublade stecken haben und dann hervorholen. Und ja, genauso wie immer wieder der Zusammenbruch des Euros immer wieder verschoben werden konnte, obwohl er ja vor 10 Jahren hätte schon stattfinden müssen, wie viele von uns ja auch glaubten und nicht zu Unrecht. Und bisher ist immer noch nicht geschehen, aber die haben da noch viele Mittel und Wege, um den Zusammenbruch hinaus zu zögern, aber es ist halt nur ein Zögern und nichts, keine Erneuerung von irgendetwas. Das kann halt nur. Ja, das, man hat ja, wenn man die Geschichte, Wirtschaftsgeschichten guckt, das ist jetzt nicht meine tolle Erkenntnis, sondern das ist allgemein, wird das so gesehen, wenn es eine Art industrielle Revolution gibt, also von der Erfindung des Rades bis zur Erfindung der Fabriken oder des Buchdruckes, also wenn es eine, sagen wir, technologische Neuerung gibt, die ganz neue Felder eröffnet und Arbeitsgänge enorm vereinfacht, dann hast du immer wieder so einen Auftrieb. Dann wächst die Wirtschaft, dann, ob das nun im bäuerlichen Bereich ist, oder ob es im technischen Bereich ist. Und im Moment ist es eben so, meiner Meinung nach, dass man sich also auf diese heilige Kuh der Digitalisierung stürzt. Das wird es aber nicht einhalten, was man sich davon verspricht. Und das Zweite ist eben diese Umstellung, und die geht auch nach hinten los, von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren. Man hat sich offensichtlich gedacht, wir verbieten den ganzen Scheißdreck jetzt mit Diesel und dann auch die Verbrennungsmotoren. Dafür macht das dann die DUH. Und dann werden sich alle Elektroautos kaufen.
in souveräner Missachtung der Ressourcen, diese Dinge überhaupt schnell aufzuladen, wie man müsste, und so viel Strom herzubringen, wie man müsste. Aber da stürzt man sich halt eben einfach rein, so wie in die Energiewende. Das geht zwar schief, aber man macht das erstmal in der Erwartung, das wird sich dann schon richten, ne? Und deswegen sehen wir ja auch nicht sehr viel Widerstand von den Autobauern. Nein, die wird dann natürlich das große Geschäft, ja, wenn da demnächst, was weiß ich, ein Technologiewechsel angestrebt wird, von dem wir noch gar keine Ahnung haben. Wer weiß, ja, um was es da letztendlich geht. Vielleicht probt man ja schon heimlich doch längst das Wasserstoffszenario. Das wäre mal gut. Also batteriebetriebene Autos, so muss man ja die Elektromobile von heute nennen. Das sind batteriebetriebene Autos, eigentlich quasi wie diese Modellautos na, aus dem Kinderzimmer, wo Ja. man ja dann immer ein paar Akkus dabei haben muss. Das ist Spielzeug, alberner Quatsch, was Herr Elon Musk da der Weltöffentlichkeit vorsetzt. Die haben zwar tolle Motoren, die Autos, aber mit den Batterien, das ist einfach Quatsch. Das kann ja sein und dann sind ja viele dran, ja, die Automation wird Arbeitsplätze vernichten und wir brauchen das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist ja eine ganz technologiefeindliche Einstellung. Also der Fortschritt, der scheißt was auf irgendwie ein Grundeinkommen oder eine Sozialversicherung. Das interessiert den Fortschritt nicht, weil der schreit dann auch ohne diese ganzen sozialistischen Ideen voran und ja, Digitalisierung wird nicht alle Bereiche des Lebens ersetzen. Also es gibt keine Putzfrau, Nee. eine digitale Putzfrau gibt es nicht. Und diese Staubsaugerroboter und die können kein Klo wischen, etc. Das ist ja überhaupt Katzen, nee, wie sagt man da, sowieso Fuß, der Geißfuß, boah, was weiß ich was, an dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ich hab da ja auch schon viele Diskussionen unter Freunden geführt und hab dann auch mal gefragt, ja, was würdest du denn. Was meinst du denn, was passiert? Wo soll das denn herkommen, wenn eigentlich kaum noch jemand arbeitet? Ja, ist ja nicht so, dass keiner mehr arbeitet, sondern jeder könnte das tun, was er möchte. Ja, dann habe ich mal in die Runde gefragt, was würdest du machen? Ja, das sind alles so kreative Berufe von Musik machen, Bilder malen, so, sich sozial engagieren, Natur, natürliche Landwirtschaft, Permakultur, Welt bereisen, Segeltörn. Ja, und wer wird Kanalarbeiter? Wer wird Feuerwehrmann? Wer ist Krankenschwester oder Altenpfleger? Das wollen sie dann alle Nein, nicht. die kann man sich ja in den Fernsehsendungen anschauen, ne? Also immer, das funktioniert nur dann, um das mal ganz kurz anzureißen, wenn du denen, die diese ungeliebten Berufe machst, besonders Anreize in zusätzlichen Lohn anbietest. Wenn du Ja, sagst, aber also dann brauchen ja, wir nur das ja nicht. Dann brauchen wir ja kein bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hätten wir einfach sagen müssen, wir lassen das mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit, keine billigen Saisonarbeiter aus Polen, sondern bezahlen das ordentlich, wie das früher hier auch der Fall war, Spargel stechen, Erdbeer pflücken etc., dass das eben ja, damit habe ich auch mein Geld verdient, als ich noch zur Schule gegangen bin, war böse Kinderarbeit übrigens, ja, und mir meinen ersten Urlaub und Schallplatten finanziert, bin nicht dran gestorben. Das hatte mit den ersten polnischen Professoren, die dann nach Solidarność über die Grenze kamen und hier illegal in Deutschland gearbeitet haben, hatten viele Gärtner auf einmal keinen Bedarf mehr. So, ja. ja. Und es ist ja so, wenn du den Leuten, die ungeliebten Arbeiten machen, dann solche hochpreisigen Anreize geben musst, weil sonst das System nicht mehr funktioniert, dann werden die Preise entsprechend höher. Wenn du also Leute be hochpreisig bezahlst, wenn sie dann deinen verstopften Kloabfluss machen, dann wirst du die auch hochpreisig bezahlen müssen. Ja? Und Denn dann. irgendwoher müssen die ja das Geld haben. Und damit hast du dann eine Geldentwertung, weil du mit dem Grundeinkommen nicht mehr weit kommen wirst. Ja, aber das wird halt einfach so nicht gesehen. Die erzählen da was von Finanztransaktionssteuer und das ist alles Ja. Milchmädchenrechnungen. Kurzfristig funktioniert das natürlich, um
der Bevölkerung, die da nichts mehr hat, oder großen Bevölkerungsteilen dann Almosen zukommen zu lassen, damit sie eben nicht auf die Straße gehen und das machen, was man eigentlich so macht. Ja. Also das Das ist hier dann nicht. aber auch wieder eine ziemlich schwierige Planwirtschaft auf eine bestimmte Weise, indem du nämlich staatlich alles umtrapierst und mit dem einen Loch das andere stopfst. Also das wirst du einfach nicht hinkriegen, weil diese ganzen künstlichen Eingriffe dann wieder ausgenutzt werden von Schlauköpfen. Das hast du ja immer so, ne? Das Mensch findet halt immer seinen Weg, um das Ja. System zu unterlaufen, und das dient dann nie denjenigen, für die es gedacht sein sollte oder wie es vorgegeben wurde. Ja? Also ich bezweifle ja, dass da überhaupt gute Absichten hinterstecken. Ja? Ja, und wenn es so sein sollte, dann sind sie wahnsinnig naiv. Also ein Beispiel ist jetzt, dass da irgendwelche EU-Größen gesagt haben, ja, also wir müssen mal begreifen, dass Afrika ein 1,5 Milliarden Konsumentenmarkt ist. Das hat auf seiner Seite ein sehr Ja, ein kurzer, aber sehr intelligenter Beitrag von Young German, das ist so sein Alias. Der hat das da mal ganz kurz angerissen. Ich habe da auch noch ein paar Filmchen zugefunden. Also dieser Guy Verhofstadt oder Guy Verhofstadt hat dann gesagt, lass uns doch einen einzigen euroafrikanischen ökonomischen Zusammenschluss bilden, dann haben wir ein enormes Potenzial, das bisher überhaupt noch nicht angezapft ist. 1,5 Billionen, also Milliarden Konsumenten. Und was das, also dann können wir mit China mithalten. Ja, nur was die bisher an gemeinsamen Markt haben, die EU und Afrika, ist so, dass Afrika damit ruiniert wird. Erstens das. Zweitens müssen die Leute ja alle mit Kaufkraft ausgestattet Ja. werden. Wer bezahlt die dann letztendlich? Also ich glaube Die nicht. allermeisten Afrikaner können das gar nicht. Ja, und die müssten dann auch eben ja, in die Lage versetzt werden, an dem gesamteuroafrikanischen Bruttosozialprodukt was beizutragen. Auch das werden sie einfach nicht können. Das Ja, vor allen Dingen nicht, wenn Europa deren tatsächlich vorhandene Wirtschaft ruiniert, weil sie nicht konkurrenzfähig ist. Ja, das wird nicht funktionieren. Ganz egal aus welchem Grund. Sie haben es in Jahrhunderten nicht geschafft, eben eine solche Zivilisation aufzubauen, die sich eben mit der westlichen Industriegesellschaft in irgendeiner Form konkurrieren kann. Und auch wenn man was, auch Entwicklungshilfeprogramme, wo man es da, die waren ja auch nicht fruchtbar, ob man da jetzt noch dran geht und das boykottiert oder nicht, das wird einfach nicht funktionieren. Das sind zwei verschiedene Kulturen oder viele verschiedene Kulturen, denen man jetzt nicht einfach hier die westliche Lebensart und das Konsumentendasein überstülpen kann. Und das wird nicht funktionieren. Also, davon bin ich fest überzeugt, aus Ja. vielerlei Gründen. Ja. Das ist schon richtig. Und das wird für Afrika sehr nachteilig ausgehen. Und es wird nichts anderes hervorrufen als eine riesige Wanderwelle, die dann hier aber dadurch, was wir ja auch mitbekommen haben, dadurch, dass diese Leute auf die Wirtschaft hier überhaupt nicht vorbereitet sind und auch nicht auf das, was von ihnen verlangt wird, dass es diese Wirtschaften in Europa dann auch zerbröselt. Und erst wenn alle so arm sind, wie sie in den ärmsten Gebieten Afrikas sind und entsprechend viele sterben daran, dann wird sich diese ganze Sache wieder erholen, weil die Systeme abgeschafft werden, mangels Masse und mangels Strukturen, die die Menschen versorgen, und dann fangen wir alle wieder beim Schollekratzen an, ob in Afrika oder in Europa. Ja, höchstwahrscheinlich. Ja, das ist doch so. Ja, das kann ja nicht der Sinn des Ganzen sein, aber gut, die Der Mensch Agierenden, ist blöd. ja, also Trotzdem. ich nehme dich davon aus. Und Danke. unsere Zuschauer, unsere Leser natürlich auch Ja. alle. Okay, dann gehen wir mal weiter. Aber wir werden das nicht aufhalten können.
Ja, hier nur eine kurze Geschichte. Netzgemeinde startet ein Projekt für vermisste Kinder. Da können wir dann gleich anschließen an den aufsehenden erregenden Ja, das, vermissten das sind Fall. also nur ein paar Sätze. Also nur für die Zuschauer. Es ist so eine Art, wie soll ich sagen, Graswurzelnetzwerk. Wir haben damit jetzt direkt nichts zu tun, aber wir haben es gefunden und wir kennen jemanden, der das macht. Diese Seite auf Telegram ist das, vermisst gesucht. Da kann jeder sich, der Telegram hat, drauf gucken, wer wird gesucht mit Fotos. Es kann ja einfach sein, dass man jemanden erkennt und sagt, oh, genau das habe ich jetzt gesehen, das Kind oder das Mädchen oder den Jungen. Und außerdem bietet diese Seite auch Unterstützung, insbesondere emotionale, soziale Unterstützung für die Familien, deren Verzweiflung ja überhaupt gar nicht nachzuvollziehen ist, wenn das Kind verschwindet oder sogar tot ist. Also das ist ja ganz fürchterlich. Und das wollten wir hier nur mal ganz kurz vorstellen. Diese Angehörigenbetreuung, die breite Streuung der Suchbilder und so weiter und so weiter. Also nicht nur Zeitungen, sondern da kann praktisch jeder seinen Beitrag leisten und die kümmern sich dann auch darum. Und das finde ich eigentlich etwas, was man kurz mal erklären sollte. Genau, ist eine gute Sache, wenn wir auch verlinken und so. Ja, ein Vermisstenfall, der beschäftigt ja besonders die Bild-Zeitung. Das ist der Fall Rebecca. Ja, von Anfang an sind mir da erhebliche Zweifel gekommen. Ich kann natürlich da jetzt nicht auf jedes einzelne Detail drauf eingehen und auch nur im Spekulativen bleiben, natürlich, ganz klar. Aber das ist schon sehr auffällig. Da gibt es doch Parallelen zu dem Mordfall Peggy, in dem ich ja sehr Da bist du sehr engagiert, ja. engagiert oder einfach involviert bin. So, da fangen wir einfach noch mal mit den neuesten Entwicklungen bei der Soko Pegi an. Mittlerweile gibt es Ermittlungen gegen den zuständigen Oberstaatsanwalt Potzel aus Bayreuth und Beamte der Soko Pegi wegen des unberechtigten Abspielens dieser Gesprächsaufnahmen. Das will ich jetzt hier nicht weiter ausführen, haben wir ja schon behandelt und in einigen Artikeln geschrieben. Daraufhin hat die Kanzlei, die den ehemalig Verdächtigten und des Mordes an Peggy freigesprochen, Ulrich K., vertritt, Strafanzeige erstattet und verlangt die Ablösung der Soko Peggy und von Oberstaatsanwalt Potzel. Und diese Bänder wurden auch an die Presse durchgereicht. Die haben nämlich Kenntnis davon. Und der Herr Oberstaatsanwalt, der ja schon viele merkwürdige Pressekonferenzen abgehalten hat und Erklärungen abgegeben hat, der meint jetzt tatsächlich, die Öffentlichkeit damit ruhigstellen zu können. Er kann sich das nicht erklären. Es könnte ja auch sein, dass diese illegalen Gesprächsmitschnitte, die Beamten ja gar nicht hätten verwenden dürfen, ja, so wie die Anwaltskanzlei argumentiert und weswegen auch gegen ihn ermittelt wird, das könnte ja auch nicht durch Beamte der Soko, sondern die Zeugen, die vernommen worden wären, hätten das ja vielleicht während der Vernehmung heimlich mitschneiden können. Und so wäre das an die Presse gelangt. Die Namen der involvierten Journalisten kann ich jetzt aus juristischen Gründen nicht nennen, aber da läuft was. Und ja, die ganze Geschichte wird ja die Bayern Justiz dieses Jahr noch in weitere schwere Erklärungsnöte bringen. Und das sind einfach so die Entsprechungen, die wir hier bei dem Fall Rebecca eben auch haben. Es war ja bei Mordfall Peggy am Anfang ein Mord ohne Leiche. Irgendwann waren die Ermittler sicher, sie muss ermordet worden sein. Und dann geriet der geistig behinderte Ulvi K. in den Fokus der Ermittler und wurde ja dann auch verurteilt und später dann freigesprochen. Jetzt haben sie den Manuel S. im Visier. Auch da sind die Methoden sehr zweifelhaft. Und hier im Fall Rebecca,
Das allererste, was mir aufgefallen ist, ist das Foto von der Rebecca. Ja, ne? Das sieht man auf den ersten Blick, dass das eben kein normales Foto ist, sondern es mit einem, ja, also ich habe jetzt erst auf Photoshop getippt, ja, auf jeden Fall die Augen sind, ja, dieses Lolita-Gesicht, die sieht auf den Fotos, die die Familie dann noch weiter herausgegeben hat, ganz anders aus. Wie kommt die Berliner Polizei allen Ernstes auf die Idee, mit diesem Foto nach der vermissten Schülerin zu fahnden? Wer das Mädchen nicht kennt, der hätte die nie wiedererkannt. Ja? Also der hätte da irgendwelche anderen Frauen vielleicht gesehen und gesagt, ich habe die da und da gesehen. Das war so eine, die hat so, ja, die hat ja real nicht so ausgesehen. Das ist ein sehr stark bearbeitetes Foto. Also, wenn man mal im Netz guckt, findet man, dass die Rebecca, die echte Rebecca, ein hübsches Mädchen ist, gar keine Frage. Also nicht, dass man sagt, ja, die ist so aufgemöppt und in Wirklichkeit hässlich, aber sie sieht recht natürlich aus. Hier, ich weiß nicht, ob du das gerade siehst, ich habe es mal eingestellt. Hier gibt es ein Pressebild, wo sie einen Blumenstrauß hält, ein sehr sympathisches junges Mädchen, aber man würde als Betrachter nicht im geringsten auf die Idee kommen, dass das dieselbe ist. Überhaupt nicht. Ja, ich kann es jetzt hier leider nicht reinziehen, aber ich denke, die meisten Zuschauer oder Leser haben es ja Also auch man schon. braucht es ja nur auf Google mal Bilder und dann findet man das schon. Also sie sieht wirklich ganz anders aus und sie hat fast gar keine Ähnlichkeit mit diesem Instagram-Bild, was wir hier sehen. Ja, also das ist nur das Erste, ja. Also, und natürlich in der Berichterstattung, bei der Bild-Zeitung, aber auch bei anderen Medien wird immer wieder dieses Bild gezeigt. Natürlich, das ist eine äußerst hübsche Person, die da abgebildet ist. Die weckt natürlich die richtigen Reflexe. Ach mein Gott, was mag da passiert sein? Und dann werden auch immer die drei Polizeibilder, mit denen die Polizei dann des verdächtigten Schwagers gezeigt. Und Informationen dann dazu an die Presse sind durchgereicht worden. Das hat jetzt auch den Berliner Anwaltsverein beschäftigt. Die scharfe Kritik an der Staatsanwaltschaft oder an den Ermittlern üben, wie eben auch an der Presse, von Vorverurteilung sprechen, dass der verdächtigte Schwager da ja immer mit dem Bild da zu sehen ist, und als er zum Beispiel verhaftet worden ist oder nach der ersten Festnahme wurde er dann wieder freigelassen. Ein paar Stunden später las man schon, der Staatsanwalt will ihn aber trotzdem wieder festnehmen lassen und will Beschwerde einreichen und für ihn ist er immer noch verdächtig, etc. etc. Das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Und Ja. wie soll der bei einem fairen Prozess, ja, wenn es denn dazu kommt, weil es ist ein Mord ohne Leiche. In Deutschland sind aber Indizienprozesse, ja, also das soll ein Rechtsstaat sein, Indizienprozesse nicht unüblich, sondern passieren sehr häufig. Das war im Mord von Peggy so, das war im Doppelmord von Babenhausen so, kann man ja auch bei einigen Seiten nachlesen, wo ich aktiv bin, werden wir demnächst auch wieder was zu bringen. Da wird das einfach so gemacht, anhand irgendwelcher Spuren wird dann jemand verurteilt und Jahre später stellt sich da manchmal heraus, ups, das war doch anders. Ja, das nur das eine. Ja, also wie die Ermittler sich da auch selber oder Teile aus der Soko oder was überhaupt für eine Gurkentruppe ist, die da in dem Fall da ermittelt. Ja, versuchen da einen Verdächtigten da wirklich festzunageln und offenbar auch darauf gesetzt haben, dass der im Verhör zusammenbricht und dann die Tat zugibt. Das passiert ja auch schon mal, dass auch Leute, die dann einfach einen solchen Druck haben und sagen, okay, ich war's, damit einfach Ruhe ist und sie waren es dann nicht. Tja, das passiert nicht selten. Seltsam. Also es könnte durchaus noch viel, viel mehr dahinter stecken. Und daran anschließen möchte ich einfach mal hier auf folgenden Artikel aufmerksam machen. Und wir lesen ja und schreiben, wir berichten ja auch sehr viel über die starke Zunahme gewisser Delikte durch die Masseneinwanderung. Das regt natürlich sehr viele Leute aus, aber ein großes Problem ist, dass Deutschland oder eben die deutsche Gesellschaft oder westeuropäische Gesellschaften sind ein Paradies für Kinderschänder und ich kann es nicht anders sagen, für perverse Tiervergewaltiger.
Und letzte Woche wurden die Betreiber der Plattform Elysium verurteilt. Da gab es Haftstrafen zwischen 3 Jahren und die Höchststrafe war 9 Jahre und 9 Monate. Auf der Plattform waren über 120.000 Leute aktiv, die sich da ekelhafteste Kinderpornografie konsumiert haben, mit Säuglingen, übelste Gewaltfantasien und sonst was. Ja, also die damit gehandelt Grauenhaft. haben, ja, 3 Jahre war jetzt die Mindeststrafe in einem Fall. In den USA ist gerade ein deutscher Magier wegen des Besitzes von Kinderpornografie für 20 Jahre hinter Gitter wandert der. Ich wünsche dem Herrn 20 Jahre in der Hölle oder sonst irgendwie etwas, denn es ist überhaupt kein Bagatelldelikt, sich irgend diese Bilder anzuschauen, denn damit diese Bilder hergestellt werden können, werden diese Kinder ja auf übelste Art und Weise gefügig gemacht und ja, mit Gewalt, mit allem Drogen und das ist kein Kavaliersdelikt, auch wenn die Leute, die das da konsumieren, vielleicht persönlich noch nicht gegenüber einem realen Kind übergriffig geworden sind. Das wage ich aber sowieso zu bezweifeln, wer solche Neigungen hat. Und einfach mal das Ausmaß in Deutschland. Wir haben 2 Parteien im Bundestag sitzen. Nicht nur die Grünen, sondern die FDP, die sich eben auch aus deren Reihen sich einzelne Mitglieder, um das so auszudrücken, sonst habe ich gleich wieder Post, sich einzelne Mitglieder dafür stark gemacht haben, Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern von der Strafverfolgung auszunehmen. Das ist einfach ein Unding. Ich meine, wie kann man solche Leute, solche Parteien, wie kann man die wählen? Wie kann man als gläubiger Christ in die katholische Kirche gehen? Wie kann man da Mitglied sein? Haben die Leute eigentlich kein Gewissen, wie mit den Missbrauchsopfern umgegangen wird? Wie kann man das unterstützen? Wie kann man, Tja. ja, also so ein Pastor, der so etwas macht, der gehört. Ja, der wird schon nach deutschem Recht milde bestraft. Ja. Der kommt da mit einem Verfahren vor dem Kirchenrecht meistens davon, wird versetzt. Der müsste doppelt so hart bestraft werden wie ein in Anführungsstrichen normaler Pädophiler, weil er einfach diesen Heiligenschein auch noch benutzt hat. Und das Ja, und alles. weil er ein geschärftes Bewusstsein für Recht und Unrecht haben müsste. Genau, und das alles geht ja auch nicht, was in der Kirche da ist, passiert ist, ohne Beihilfe unseres Staates. Ne? Also wir haben das Konkordat aus der Nazizeit, die meisten, auch der Vatikanstaat, der würde gar nicht existieren, hätte es Mussolini nicht gegeben. Ja, also die Geschichte des Vatikans ist wirklich eine 2000-jährige Kriminalgeschichte und ich will damit nicht den katholischen Glauben angreifen oder die gläubigen Christen, das ist eine ganz andere Geschichte, sondern die Institution. Und ja, die Kirche, in den kirchlichen Heimen hätten diese Kinder ja nicht missbraucht werden können oder würden diese Kinder auch heute noch missbraucht, gäbe es eben die Fürsorge, die Jugendämter nicht, die denen erst die Opfer verschaffen. Wir haben diesen Campingplatz-Missbrauchsfall in Lückte. Da ist jetzt auch noch in dem gleichen Kreis wurde bekannt, dass ein pädophiler Polizist dort Ja. arbeitet. Hat natürlich nichts mit dem Fall zu tun, wurde aber nur im Zuge dessen bekannt. Und ein Richter, der hat diesen Herrn davor letztendlich bewahrt, aufgrund welcher Gesetze ist mir eigentlich auch schleierhaft, dass er bei der Polizei nicht entlassen werden könnte. Was bitte hat in einem aufgeklärten Land ein Pädophiler in Uniform zu suchen, der auch noch von Steuergeldern bezahlt wird? So jemand, der gehört weggesperrt und zwar lebenslänglich. Ganz einfach, das ist meine Meinung dazu. Immer wieder der Täterschutz vor Opferschutz. Dann, ich Ja, das muss ist so. noch mal ein bisschen weiter schimpfen. Tut mir leid. Ja, also das ist wirklich ein solcher abartiger Sumpf und wie die Medien hier auch hilfreich zur Seite stehen. Letztes Jahr wurde bei Arte ein Film ausgestrahlt, wild von einer deutschen Regisseurin, mit Preisen überhäuft. Da wird die Liebesgeschichte zwischen einer Büroangestellten, die unglücklich ist, und einem Wolf, inklusive Sexszenen in der Fantasie dieser Protagonistin, aber diese Szenen wurden halt in dem Film gezeigt. Das ist eigentlich nach meinem Verständnis Verbreitung von Tierpornografie und das ist verboten, aber Arte, ja, ist ja auch ein öffentlich-rechtlicher Sender und Kinos sind offenbar davon ausgenommen. Ja, es wird derzeit ja die AfD
ins Visier vom Verfassungsschutz genommen oder die identitäre Bewegung. Wir Ja. haben legale Vereine in Deutschland für Pädophile, für Tiervergewaltiger. Die werden nicht vom Verfassungsschutz verboten. Wo bitte ist denn da irgendwo noch das, kann man da von einem rechten Maß sprechen? Diese pädophilen Anführer oder und Tiervergewaltiger Anführer, die finden wir in den Medien, die geben dort Interviews. Na, auf YouTube in den typischen Kanälen Mr. Wissen to Go und Domian natürlich diese Radiosendung. Da haben wir etliche Anrufer von Leuten, die zum Beispiel schildern, sie sind pädophil oder sie machen Sex mit Tieren. Das hat in den wenigsten Fällen dazu geführt, dass so jemand verurteilt wurde oder dass eine solche Sendung einfach mal abgesetzt wurde, weil Pädophilie oder Tierliebe als etwas Normales dahingestellt wird. Es handelt sich bei Kindern, handelt es sich um Straftaten immer noch, auch bei unserer laxen Gesetzgebung und auch Sexualität mit Tieren ist in Deutschland Gott sei Dank wieder verboten. Also kann man sich Tja. einfach mal angucken und das ist wirklich ein breites Netzwerk, ja, also Sympathie für diese Täter. An der Berliner Charité haben wir immer noch dieses Netzwerk Kein Täter werden. Opferverbände, die kritisieren die dort angebotenen Therapien und als ja, letzten Satz einfach noch dazu, ja, dass also viele der Betroffenen, die leiden ja lebenslänglich unter den Folgen eines solchen Missbrauchs und die Folgen sind in der Tat, ja, also Störungen, Schwierigkeiten bei der Sexualität. Na, also Was verständlich ist, das ja. ist ja und bei dem Aufbau von Beziehungen und die seltenst, in den seltenen Fällen werden die Opfer selber eben auch zu Tätern, ist nicht wahr? Die meisten richten diese Aggression dann gegen sich. Wir haben dort also derart verpfuschte Lebensläufe, dass Leute in der Obdachlosigkeit landen, Hartz IV, arbeitslos, ja, etliche Therapien versuchen anzuwenden, Medikamente nehmen müssen. Ja, beruflich scheitern, werden dann wie im Fall der kirchlichen Missbrauchsopfer da mit so ein paar tausend Euro Schadensersatz abgespeist, billig abgespeist. Und ja, keine Therapie hat diesen Leuten wirklich auf die Beine helfen können, dass man sagen können, so, die haben es geschafft, die haben jetzt Familie, Kind oder ein Beruf, die können ihr Leben irgendwie frei leben ist bei den wenigsten der Fall. Und dann gehen diese Leute dahin, und jetzt muss ich ein bisschen zurücknehmen, sonst schreie ich einfach zu laut, und dann gehen Leute dahin und behaupten, diesen Pädophilen, und ich nenne diese Leute Perverse, denen könnte man mit irgendwelchen Therapien helfen, dass sie diese Taten nicht mehr begehen. Das ist doch wirklich zum Kotzen. Das ist einfach nur absolut pervers, dass wir immer nur über diese Täter sprechen und in diesem Land immer nur Täterschutz vor Opferschutz gilt und ja, das muss man einfach sagen. Und das ist einfach, ja, das ist einfach ein Thema, was mich seit Jahren beschäftigt, beruflich, wie aber auch in gewisser Hinsicht auch privat. Und das kann einfach nicht wahr sein. Und Ja, da haben wir du das hast ja da Live. auch Einblicke, die wir nicht so haben. Da, genau, und es will aber niemand dahinschauen. Das ist einfach der Punkt, ja. Also jetzt regen sich wieder alle auf, dass jetzt hier bei dieser Migrantengewalt. Ja, bloß nicht instrumentalisieren und bloß den Täter schützen. Wir dürfen dem sein Bild nicht in der Zeitung zeigen. Bei dem gibt es nichts mehr zu schützen. Im Gegensatz zu dem Schwager von der Rebecca, sondern hier bei diesem Mörder von der Cynthia, da geht es dann nur noch darum, war es jetzt Mord oder nur Totschlag? Ja, aber der ist der Täter, der war es, der hat es getan. Das steht zweifelsfrei fest. Er hat sich selber bei der Polizei gemeldet und gesagt, ihr könnt mich festnehmen. Und ob er noch gesagt hat, ihr könnt mich jetzt aber nicht mehr abschieben, das weiß ich natürlich nicht, ja, und ob das auch das Motiv gewesen ist. Aber wirklich hinschauen, wirklich die ganz schrecklichen Bilder, nämlich, das ist der wahre Horror, ist ja, wenn so jemand missbraucht wird, wir wollen alle das Monster sehen, ja, in diesen Serienmörder-Dokumentationen und sonst was. Ja, das soll gruselig. Nee, der wahre Horror ist, wenn ich mir das Leben von so einem Opfer anschaue. Ja, und sehe, wie die halt in der Psychiatrie sitzen und da nicht mehr rauskommen oder wenn die eben erzählen, ja, wie oft die sich die Pulsadern aufgeritzt haben. Oder Oje. ja, wenn man sich vorstellt,
Ja, wenn die halt ihre Schwierigkeiten bei der Sexualität und da möchte ich jetzt auch nicht auf Einzelheiten drauf eingehen, weil das ist wirklich, ja, dass sie nicht mal in eines so wichtigen Lebensbereiches beraubt worden sind und das lebenslänglich. Und dann wird hier, ja, hier bei uns den Tätern eine Plattform gegeben, dass sie sich da auskotzen, ihre perverse Argumentation ganz vorne dabei, die Taz von Steuergeldern damals ordentlich gepampert, als es in die Pleite ging. Und einer der Gründer der Taz war ein Pädophiler, der auch an der Odenwaldschule sein Unwesen getrieben hat. Das ist doch Ach wirklich ja. alles ekelhaft, ekelhaft und pervers. Und da kann man ja auch von Vergangenheitsbewältigung kein bisschen reden, ja. Und wie gesagt, bei den Grünen, und ich würde mir wünschen, es tun ja wahrscheinlich auch viele Leute, die tatsächlich die Missbrauchsskandale dann als letzten Auslöser brauchen, um aus der Kirche auszutreten. Und man darf da auch die evangelische Kirche nicht schonen. Auch da gab es Missbrauch, nicht nur durch Priester, auch durch Diakonissinnen, bis hin zu Körperverletzung mit Todesfolge, die genauso gedeckelt und gedeckt wurde wie in der katholischen Kirche. Da kann man doch ganz einfach austreten und sagen, nee, da mache ich nicht mehr mit, ich unterstütze so etwas nicht. Aber gut. Ja, oder auch nicht gut. Also Oder das. auch nicht gut, aber das ist einfach der Punkt. Die Gesellschaft ist mitverantwortlich, nicht nur die da oben, die Täter, die Bösen, diese Netzwerke, die es unbestritten gibt und geben muss, sonst wäre das alles nicht möglich. Aber die Gesellschaft unterstützt das ja auch. Und es will keiner sehen, kann ich auch verstehen, aber genau das ermöglicht es eben auch, dass die Täter dort ihre Netzwerke spinnen können. Und dass so etwas dann geschieht, wie dieser jahrelange Missbrauch auf diesem Campingplatz, das haben nicht nur die Behörden gewusst, sondern das müssen auch Leute in dem Umfeld dort mitbekommen haben. Ne? Also. Anscheinend, ja. Also das ist ja nun ziemlich klar auch zum Ausdruck gekommen, dass es Ja. da schon vor Jahren Hinweise gegeben hat und so weiter. Genau, und da muss man doch einfach eben reagieren und da wünsche ich mir einfach, dass die Leute da wirklich auf die Barrikaden gehen und sagen und entsprechende Konsequenzen einfach ziehen und diesen Sumpf einfach trockenlegen, ganz einfach, ja. Ja, also genau. Es gibt also, sobald es gegen rechts geht, für nichts Verständnis, okay. Aber da gibt es dann seltsamerweise plötzlich sehr viel Verständnis und man geht nicht so richtig ran. Also das ist alles eine Also so willkürliche Sache auch. mich macht das einfach nur wütend und zum Kotzen. Also ich bitte schön, ja, wir haben ja diese große Strafrechtsreform gehabt. 69 war das, glaube ich. Und da wurde eben die Paragraphen, also das 175 und Unterpunkte abgeschafft, dass eben Ehebruch und so ist ja auch alles richtig und homosexuelle Beziehungen zwischen Erwachsenen. Aber mit der gleichen Argumentation will man eben ja, versuchen, es eben mal diese Netzwerke, ja, Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern, da kann man auch nicht Sexualität nennen, sondern das ist auch nicht Missbrauch, das ist brutalste Perversion, das ist Vergewaltigung. Ja, also da auch vom Missbrauch zu sprechen und Sex zwischen Menschen und Tieren, also da kann man wirklich nur kotzen, das ist einfach nur abartig. Warum muss man da auf eine gewisse Moral verzichten? Warum kann man ja einfach sagen, es gibt gewisse, was man halt die guten Sitten auch heute noch im Recht so nennt, die werden darauf angewandt und damit ist das einfach verboten und wird entsprechend sanktioniert. Und du hast ja hier was rausgesucht, die Soldaten Odins machen Jagd auf Vergewaltiger und Pädophile. Ja, also das soll jetzt nicht sozusagen eine Empfehlung sein, Nein, nein, um nein. Gottes Willen, aber das ist, was man dann damit erntet, das muss man auch sagen. Also das ist ein Video, das läuft gerade viral durchs Netz. Und zwar, gibt es diese Soldaten Odins nicht nur in Finnland, sondern auch in Schweden und Großbritannien, soll es auch in Deutschland geben, habe ich da gelesen. Und das ist, die nennen sich Anonymous Activists, Soldiers of Odin. Und man sieht also in diesem sehr kurzen Video so eine Gruppe Männer, die
in einem halbdunklen Umfeld, also irgendein verschneiter Weg mit ein paar Straßenlaternen auf die Kamera zugehen und auf Finnisch ihre Ankündigung machen, dass die Jagdsaison auf Vergewaltiger und Pädophile eröffnet ist. Und da gibt es dann, damit die Welt das auch versteht und auch bestimmte Leute das verstehen, englische Untertitel und arabische Untertitel. So, und was sie dann sagen, ist eine eindeutige Ansage, dass eben die Jagdsaison auf Pädophile und Vergewaltiger hat begonnen. Nach den Sextouristen, die unser Land invadiert haben, unsere Kinder jagen, beginnen wir sie zu jagen. National eingestellte Frauen, sagen sie so, also ist nicht meine Diktion, machen dann so Fake-Profile von 12- bis 14-jährigen Mädchen in den sozialen Medien und dienen dann als Lockvogel. Ne? Und da haben sie also festgestellt, dass innerhalb von 2 Stunden oder so, so und so viele, über 30 Männer sich gemeldet haben, ältere Männer, über 30-jährige Männer aller Couleur. Die Hälfte davon, sagen sie, sei von Arabern gekommen in Finnland, aber eben auch von durchaus anderen. Innerhalb einer Stunde wurde also so sehr schnell auch diesen Mädchen, diesen vermeintlichen Mädchen Sex angeboten und Treffen vorgeschlagen. Und dann sagen sie, man konnte die Begierde der Vergewaltiger in den Nachrichten spüren. Und dann kommt eben so diese Aufforderung, hey, ihr Pädophilen, ihr Rattenscharfen, willkommen zu einem Date mit uns. Wir garantieren, dieses Date ist unvergesslich. Und hey, keine Angst, wir rufen nicht die Polizei. Das gilt auch für euch, ihr heimischen pädophilen Vergewaltiger und Pädophile aller Couleur. So, und das ist offensichtlich etwas, was jetzt in Finnland ziemlich weit verbreitet wird. Also wir haben hier von der Schweizer Morgenpost mal ein Foto. An sich berichtet auch die schwedische Online-Zeitung Fria Tide. Und die Schweizer Morgenpost ist in diesem Thema auch extrem rührig. Und die laufen auch am helllichten Tage da Patrouille durch die Städte und wissen sehr gut, wo die Stellen sind, wo Pädophile auf ganz junge Mädchen und Kinder lauern und sich derer da bemächtigen. Und die Polizei untersucht das alles. Es scheint aber nicht so zu sein, dass die Polizei allzu eifrig in der Verfolgung ist. So, sagen wir es mal so. Ich kann mich da irren, aber die Tatsache, dass hier, wie man auf diesem Foto sieht, und da gibt es im Netz einige Fotos von, dass da also ganze Großgruppen von den Herren mit diesen Emblemen durch die Städte laufen, ohne dass da was passiert, lässt eigentlich tief blicken. Ja, ich finde es... Ja, das ist eine konsequente Entwicklung. Auch in den skandinavischen Ländern gibt es ja auch in Finnland, weiß nicht genau, aber in Schweden ja einen ganz, ganz laxen Umgang mit Sexualstraftätern, obwohl dort ja auf der anderen Seite zum Beispiel die Gesetze bei der Prostitution verboten worden ist und die Freier dann bestraft werden. Vergewaltigung in der Ehe, die es durchaus gibt, das wollen wir mal nicht abstreiten. Ja. Aber die wird ganz scharf bestraft. Also wenn du ein Schwede bist und sehr viele Männer in Schweden, wenn sie sich mit einer Frau einlassen, lassen die erstmal unterschreiben, dass der beabsichtigte Sexualakt von ihnen gewollt ist, ja, sie einfach Schiss haben. Ja, sonst. Am besten würde ich über Skype noch meinen Anwalt hinzuschalten, damit er das Ganze auch... Und am besten lasse ich während des ganzen Aktes eine Kamera mitlaufen, damit man das dann nachher vor Gericht dann belegen kann. Dass die Dame nicht Nein geschrien hat. Ja, also auch so eine vollkommen absurde Situation in beide Richtungen und... bei uns gibt es ja auch diverse Internetgruppen, die schon lange, und da gerät man ja dann immer, und einige dieser Gruppen sind auch von der NPD gegründet worden, im Hinblick darauf, eben um dort Stimmen zu fangen, wobei man sagen muss, gerade bei der NPD, bei den sogenannten V-Leuten, gibt es einen nicht wesentlichen Anteil
Leute, die eben wegen entsprechender Delikte vorbestraft sind, gegen die sie da dann vorgehen, nicht bei der ganzen Ja. Partei, sondern bei denen, die halt zu dem Sumpf der V-Leute gehören. Ich spreche da von einigen NSU-Zeugen oder verstorbenen NSU-Zeugen etc. Ja, aber das ist ja eine ganz logische Entwicklung, dass dann eben auch die bösen Jungs, also in Anführungsstrichen, auf die Straße gehen und dann sagen, so, wir wollen jetzt diese Missstände beseitigen. Das ist nicht Otto Normalverbraucher, der auf der Couch sitzt nach dem Feierabend. Das war auch beim Ende der DDR nicht so, dass Otto Normalbürger, als er vom VEB nach Hause gekommen ist, dann auf die Straße gegangen hat protestiert, sondern das waren zum Teil eben auch Fußballfans, Dynamo Dresden etc., die Wopos in Schach gehalten haben und gesagt haben, wir hauen euch was auf die Fresse, wenn ihr auf unser Volk losgeht. Ja, das stimmt schon. Das ist immer so, ja. Also ich würde jetzt niemandem empfehlen, Jagd auf Pädophile oder vermeintliche Pädophile zu machen, weil viele Leute werden ja auch zu Unrecht des Ganzen beschuldigt, gerade wenn es um Sorgerechtsprozesse geht. Ja, also mein Ansatz ist da einfach wirklich den Sumpf. Das Ganze hat System, ja, wird gedeckt von der Justiz. Es sind die Medien, die dabei mitmachen, ja, die eben eine gewisse Propaganda fahren. Da kann man aussteigen. Ja, es sind die Kirchen, die Missbrauchskirchen, aber eben auch ja solche Institutionen wie die Odenwaldschule. Das sitzt da einfach, das ist nicht weg, indem man die Täter dann da rauszieht oder den damaligen Schulleiter, der dann auch gestorben ist, soweit ich weiß, ja, als einzigen Schuldigen ausmacht oder als Hauptverdächtigen. Auch danach haben sich in der Schule noch weitere Fälle ereignet, sondern das Ganze hat System und dem muss man eigentlich einfach die Nahrung entziehen oder die Ja. Gefolgschaft entziehen und wir brauchen in der Tat da eben auch andere Gesetze und anderes Bewusstsein darüber, weil jemand, der schon Taten begangen hat, der gehört erstmal in den Strafvollzug, ob die Abschreckung jetzt nutzt oder nicht, der wird auf jeden Fall daran gehindert, solche Taten ein weiteres Mal zu begehen. Das sollte aus meiner Ansicht dann auch die einzige Therapie sein, die die Berliner Charité mit ihrem Netzwerk da anbietet. Und die sollten sich umbenennen in nicht noch einmal Täter werden, denn die meisten Leute, die sich dann melden und sagen, Scheiße, ich habe da was gemacht, ich habe eine Störung, die haben schon was getan. Und solange die einsichtig sind, sollte man denen natürlich auch eine gewisse Hilfe zukommen lassen. Aber es hat da noch nichts gegeben, was mich irgendwie überzeugen würde, dass die Leute, dass die Wiederholungsgefahr nicht entsprechend hoch ist. Und infolgedessen kann man nur sagen, lasst sie nicht mehr raus. Ja? Also. Ja, da ist was dran. Ne? Wenn es wirklich Leute sind, die nicht anders können, dann kann man ja versuchen, denen den Aufenthalt nicht noch schwerer zu machen, als er eh schon ist. Aber so nach dem Motto zu sagen, ja, also Therapien oder Einsperren nützt den Tätern nichts. Nein, denen nicht, aber den Opfern. Genau, es nutzt, man muss einfach auf die Opfer schauen, was aus den Tätern wird es oder den potenziellen Tätern. Und ich bezweifle das, dass man das dann auch so ausleben muss, sondern dass die ganze Propaganda ja einfach dazu beiträgt, dass die eben ja gar nicht einen so hohen Leidensdruck haben, ja, um sich selber in Frage zu stellen. Also dass Pädophilie ist nicht angeboren und dass man mit Tieren ins Bett gehen möchte, eine Liebesbeziehung führen möchte. Wenn man sich da einige dieser Interviews da anschaut, dann merkt man auch ganz schnell, was für gestörte Idioten das auch sind. Die kann man auch nicht anders bezeichnen. Und die machen das, weil sie nicht in der Lage sind, eine Beziehung zu einer Frau aufbauen zu können. Das ist mit echten Menschen kommen sie nicht klar und Leute, die eben ja Sexpuppen benötigen, da ist ja genau das Gleiche und das jetzt als hip und schick hinzustellen, das ist ja einfach das Problem oder das auch über Prostitution, das wäre ein ganz normaler Beruf, will ich nicht bestreiten und auch nicht moralisch irgendwie drüber urteilen, finde das auch gar nicht schlimm, aber die Realität ist doch so, dass die Mehrzahl der Frauen hier in Deutschland von der Legalisierung der Prostitution nicht profitiert haben, sondern dass Zwangsprostituierte oder
de facto Zwangsprostituierte aus osteuropäischen Ländern hier Ja. eingeführt werden. Und die machen das nicht nur aus Spaß, ganz bestimmt nicht. Ja, das ist der große Unterschied. Wenn ich also jetzt mal aus der Sicht einer Frau reden darf, also mir persönlich als Ehefrau wäre es lieber, der Mann geht zu einer Professionellen, wo keine Gefühle mit verbunden sind, keine Beziehung mit verbunden ist. Und wenn er da irgendwas Bestimmtes braucht, dann soll er sich das da holen. Insofern ist ja eigentlich die Prostituierte, professionelle, sagen wir ruhig den Ausdruck, Sexarbeiterin, jemand, der unter Umständen sogar für die Beziehung, die eigentliche Beziehung gut ist, weil sie keine Ansprüche außer der Bezahlung stellt. Vielleicht sehe ich das ein bisschen naiv, ja, aber Das ich sag's jetzt mal. ich glaube, das ist ja in vielen Fällen tatsächlich so, ja, dass Ja. Frauen das eher bereit sind zu dulden. Was das letztendlich über die Qualität einer solchen Beziehung aussagt, ist was anderes, aber. Das ist eine andere Frage. Aber ich würde jetzt als eine Ehefrau die Prostituierte nicht als meine Feindin sehen. Nein, Ich würde also. mich auch nie über einen Mann aufregen, der einfach zu einer Prostituierten geht. Das ist ein Geschäft, das bezahlt er, wenn diese Frau das auch freiwillig macht. Eine ganz andere Sache ist, Frauen hineinzuzwingen, das mit sich machen lassen zu müssen. Genau, Das ist eine ganz andere Frage. das ist einfach der Unterschied dabei und das fehlt mir einfach so in dem Ganzen. Also ja, wenn man sich das öffentlich-rechtliche Fernsehen oder die entsprechenden Sendungen auf YouTube dazu anschaut, ja, wie das eben alles so geschildert wird und diese ganze Pornoindustrie, ja, alles was, ja, muss alles nicht sein. In dem ist so, gab es auch schon vor Tausenden Jahren in Stein gemeißelte solche Sachen. Ja, aber solange das eben mit Zwang geschieht, ja, ist das einfach nicht hip und nicht cool und nicht aufgeklärt. Ja, also. Sondern es ist einen Menschen als Sache zu missbrauchen. Ja. Genauso wie mit einem Tier. Also da regen sich Leute, Tierschützer auf, dass ein Tier eine Sache vor dem Gesetz ist, aber das Vergewaltigen von Tieren, das ist dann irgendwie wieder hip, obwohl dieses Tier genauso leidet, Ja, genauso missbraucht wird. Und es sind das ist ja ja. kein intellektueller Akt. Das Tier Nein. fühlt das ja, was mit ihm geschieht. Und eine Argumentation, also der Verein Peter, der geht sehr scharf, also mit allen Mitteln eben gegen, hat sich auch dafür stark gemacht, dass das wieder verboten wurde, Sexualität, Sex mit Tieren. Das war ja in Deutschland mit der Strafrechtsreform straffrei. Das muss man sich mal wegstecken, ja. Und das kann jetzt ja mit einem Bußgeld so bis zu 25.000 Euro belegt werden. Ist aber immer noch keine Straftat, sondern ich meine nur eine Ordnungswidrigkeit, aber auf jeden Fall verboten. Und ja, die Argumentation dieser Tierliebenden, wie sie sich so. Zoophilen, ja. Ja, wie sie sich so darstellen, ist ja unter anderem, ja, dass also sie ja, die Tiere wollten das ja auch und, ne, also wie es eben auch Kenngender behaupten und man schadet denen ja nicht damit und das Tierschutzgesetz würde ja auch erlauben, dass Tiere zur Zucht sexuell missbraucht werden. Ne? Also da ist es ja nun mal so, dass Eber einen Elektrostab hinten reingeschoben bekommen, damit sie ejakulieren. Und bei Stieren und Pferden wird Hand angelegt, damit man an den Samen kommt, mit denen dann die Kühe und Stuten besamt werden können. Das ist sehr unappetitlich und natürlich muss das dann auch verboten werden. Aber trotzdem sind beide Vorgänge einfach nicht miteinander zu vergleichen. Und wenn man dann hingeht, eben das Tierwohl nur im Blick hat. Und dann eben so argumentiert, es ist ja auch ein, dann kann man denen ja schon fast recht geben, sondern da muss man doch dann wirklich wieder ja die Gesellschaft als schutzwürdiges Objekt hinstellen, als Rechtsgut hinstellen und sagen, so jemand, der Geschlechtsverkehr mit Tieren ausübt oder den zwischen Kindern und Erwachsenen legalisieren will, der steht außerhalb der Gesellschaft, der muss entsprechend sanktioniert werden. Das ist meine Meinung dazu. Und da muss man auch wieder mit der Moral kommen, obwohl ich alles andere als ein Moralapostel bin. Aber wenn es um diese Sachen geht, das kann doch nicht anders sein.
Ja, also ich finde das schon okay, über Moral zu sprechen. Und wenn man mal Fotos gesehen hat, wie zum Beispiel Hündinnen mit Klebeband die Beine zusammen gefesselt bekommen und da festgeschnallt werden und den Kopf mit einem Maulkorb und dann darf sich eben jemand an diesem Hund, dem armen Hund vergnügen. Ja, Da kannst du also mir nicht sagen, dass das Tier das unbedingt das ist toll findet. purer Sadismus und nächsten Monat werde ich da nochmal irgendwie einen zweiten Teil zu nachlegen. Das Zentrum dieser dieser zoophilen Bewegung war ja früher die Niederlande und dann später Dänemark, die ja auch sehr liberal, ja, also allein das Wörtchen liberal dafür zu missbrauchen. Ist schon wieder etwas, da schwillt mir schon wieder der Kamm. Und heutzutage sind es Serbien und Ungarn. Ne? Dort gibt es Tierbordelle und dort wird auch Tierpornografie hergestellt und verbreitet. Da gibt es Touristen, die da hinfahren. Und ja, da hätte Herr Orban wirklich mal was zu tun, um diesen Missstand auch zu beseitigen. Da hat er dann auch wirklich Kritik verdient, wenn es um die Geschichte geht, aber wenn er das macht, dann ist er ja auch wieder rechts. Also, um das. Naja, in Tschechien werden Babys für 4.000 € gekauft, Ja. und die werden nur großgezogen, um als Sexualobjekt dann als Kinder zu dienen. Genau. Ich schaue schon gerade mal wieder auf die Uhr und Ja, wir haben schon wieder wahnsinnig, wahnsinnig viel geredet ja. und Dann. auch meiner Aufregung über bestimmte Themen geschuldet. Aber hier kommt der versprochene Lacher zum Ende, denn alles redet ja über das dritte Geschlecht. Und ich habe mal gedacht, so, du, heute fühle ich mich mal nicht so wirklich als Mann, aber auch irgendwie nicht so als Frau. Ich glaube, heute bin ich mal divers und ich habe überhaupt nichts Richtiges zum Anziehen. Und dann habe ich mal so bei Amazon geguckt, ob es da diverse Schuhe gibt. Also diverse Schuhe, diverse Kleidungsstücke, ja, aber nicht für diverse Geschlechter, sondern tatsächlich nur für Männer oder Frauen. Habe ich noch gar nicht geguckt. Ich war völlig geschockt. Auch beim Otto-Versand oder auch beim Billig-Kick und wie sie alle heißen. Da gibt es nur Herren- oder Damenoberbekleidung und natürlich Kinder, klar, ja, Jungen und Mädchen. Ist bei denen, ist das mit dem dritten und den 60 anderen Geschlechtern immer noch nicht angekommen? Ich finde, da brauchen wir dringend irgendwelche Frauen und diverse und sonstige Beauftragte, die sich dieses Missstandes mal annehmen. Ich finde es einfach zu köstlich, wenn demnächst bei Amazon dann so ein Riesenmenü das bis unten geht und dort erstmal Hosen und dann für Männer, für Frauen, für Kinder, für Jungs, für diverse, für Sternchen, Transgender X und so weiter. Das wäre es doch einfach wert, das Ding mal durchzuziehen, ja, und einfach mal vorzuführen, wie bescheuert das Ganze denn eigentlich ist und dass es dann auch nicht mehr so also Damen-Oberbekleidungsschneider, sondern das muss an diversen Oberbekleidungsschneider und Herren-Oberbekleidungsschneider und Homosexuellen und Transgender-Sternchen innen und ohne Sternchen innen Schneider und Unterwäsche. Ja, das war es soweit, der versprochene Ablacher am Ende der Sendung, liebe Niki. Ja, köstlich, ja. Es hat wie immer Spaß gemacht, liebe Zuschauer. Letzte Woche waren wir ja nicht da, da war Rosenmontag, aber heute und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder da seid, wenn es wieder heißt Freie News mit der bezaubernden Niki Vogt. Und dem großartigen Wolfgang van der Heydt, für den wir alle wünschen, dass er nicht mehr News sagen muss.